Ja, Leute, es wird Zeit langsam, ne? Also für mich quasi auch. Man könnte sagen, ich habe Pause gemacht. Das ist so aber nicht ganz richtig. Ich war aktiv. Ich war sogar aktiver als die ganze Zeit. Ich war woanders aktiv. Traue mich das nicht so richtig hier zu sagen. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube nach dem ersten oder zweiten Vlog, wo Leute gesagt haben, hey, ich glaube ja, der Pixel, der bereitet sich auf Livestreams vor mit diesem Format, was er da hier jetzt so macht, das ja eigentlich live aufgezeichnet ist. Zur Info, die das hier noch nicht gesehen haben, es gibt keine Schnitte und so, sondern ich mache das alles irgendwie live, aber aufgezeichnet. Ihr wisst, was ich meine. Und der bereitet sich doch auf so Streams vor. Und ich habe dann gesagt, nee, also ich fange hier jetzt nicht an so mit Streamen und Twitch und dem Zeug. Das ist was für junge Leute, nicht für so alte Säcke wie ich. Ja, jetzt bin ich wohl Twitcher. Ich habe mich da so ein bisschen rein verliebt. Und jetzt bin ich dort irgendwie öfter als hier. Aber das, hey, die Vlogs machen wir weiter, weil es macht Spaß. Und ich finde, es sind halt zwei verschiedene Medien einfach. Und in dem einen Medium, ja, kann ich gerade viel Quatsch machen. Und Quatsch ist so ein bisschen mein Ding. Weswegen ich dort jetzt öfter bin. Ihr könnt reinschalten, wenn ihr wollt, jetzt zu Corona-Zeiten, zu Homeoffice-Zeiten. Ich gehe momentan, oder ich war schon seit 4 Wochen nicht mehr im Büro. Mache ich morgens von 8 bis 9, mache ich irgendwie eine Morning-Show. So für mich zum Wachwerden. Und dass ich mal einen guten Grund habe, morgens eine Hose anzuziehen und mich zu duschen und sowas, ne? Weil das ist nicht immer ganz einfach, wenn man so im Homeoffice sitzt, habe ich die Erfahrung gemacht bis jetzt. Aber was soll ich noch denken? Erstmal auch schönen Gruß an die Podcast-Hörer. Dieses Video und die ganzen anderen Vlogs gibt es auch als Podcast. Ist hier unten alles in den Shownotes verlinkt. So, bevor ich jetzt noch mehr brabbel, machen wir dies hier. Hurra, Bier. Mario hat mir ein Bier zugeschickt. Nee, er hat mir einige Biere zugeschickt. Er hat mir Riesenkarton voll Bier zugeschickt. Und zwar alles von Hieronymus. Das ist die Schlossbrauerei Stöckle in Schmiheim bei Kippenheim. Und ja, er war so nett. Er meinte, das ist so sein Bier, wenn er mal Bier trinkt. Er ist eher in Richtung Gin und in Wein unterwegs, aber wenn er mal Bier trinkt, dann nimmt er Bier von Hieronymus, weil das irgendwie seine kleine Brauerei um die Ecke ist und wir probieren einfach eins. Schönes Blobs hat's schon mal und mir ist nichts über die Tastatur gelaufen. Ich habe eine weitere Tastatur ruiniert. Ich mache das oft. Ich habe dafür ein großes Talent. Also. Ein saisonales Frühjahrsbier mit würzigen Aromen von süßem Holz und grünen Gräsern mit allerfeinstem Saphirhopfen. Fein, fruchtig, frisch. Wie eine blühende Frühlingswiese. Gebraut von der ältesten Familienbrauerei aus der Ortenau. Echte Handwerkskunst seit 1843. Ich dachte, Frühlingsbier, das passt gerade so schön. Ich bin gut kaputt. Und ich bin auch, es ist 20 nach 11 abends. Ich habe mal wieder irgendwie 3 Stunden gebraucht, den Vlog vorzubereiten. Ich war heute Fahrradfahren und ich war, was waren das? 55 Kilometer so am Stück. Ich glaube, das ist das weiteste, was ich jetzt so im Frühling bisher gefahren bin. Und ich bin ein bisschen kaputt. Aber das ist auch sehr, man fühlt sich so angenehm schwer. So, das ist ganz, es ist ein tolles Gefühl. Ich habe danach dann mit meiner Freundin Burger gegessen, was momentan nicht die allerbeste Idee ist, da ich wieder Weight Watchers mache. Ich habe das vielleicht mit dieser Radfahrt dann irgendwie nochmal so ein kleines bisschen korrigiert. Aber ich hätte jetzt auch gut ins Bett gehen können. Auf jeden Fall. War jetzt allerdings so, dass aufgezeichnet wurde, als ich live im Stream gesagt habe,
dieses Wochenende wird der Vlog noch abgedreht. Und darauf werde ich jetzt natürlich festgenagelt. Ja, deswegen sitze ich jetzt hier und trinke noch ein Bier mit euch. Frühlingsbier mit allerfeinstem Safi-Hopfen. Ich sag Prost an Mario, der das spendiert hat. Vielen Dank, Mann. Es ist nicht nur trüb, es ist auch relativ dunkel. Es ist dunkler, als ich jetzt gedacht hätte, wenn sie von grasigen Noten sprechen. Aber da ist auch gut Malz rauszuriechen. Der Schaum ist ziemlich grobporig. Der wird da nicht lange drauf stehen, glaube ich. Trinken wir an. Auf euch! Super, super. Ist schon wieder so ein Trinkbier. Und zwar sehr, sehr ausgewogen. Ich habe ja so eine Zeit gebraucht, also als bei mir das mit dem Craft-Bier losging, hat man immer so ein bisschen mehr das Extrem gesucht. Noch holziger, noch herber, noch süßer, noch fruchtiger. Und solche Biere wie das auch hier, es ist halt sehr, sehr balanciert. Und ich finde, das ist eigentlich wesentlich mehr wert, als sich in diese extremen Randbereiche zu bewegen. Das ist frisch. Das ist nicht sehr hopfig. Es ist tatsächlich eher malzig, aber so eine frische Art Malz. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist eine unschwere Art malzig. Das gefällt mir gut. Da mache ich gleich das Glas voll. Woran ich immer denken wollte, ist zu sagen, unterhalb dieses Videos ist möglicherweise ein Kommentar angepinnt, ganz oben. Und das war dann Timo. Timo macht die Timestamps, immer dann, wenn er Zeit dafür hat. Kann sein, dass es noch nicht da ist, aber ist super nett von ihm, das zu tun, weil dann könnt ihr auf verschiedene Marker klicken und springt genau dorthin, wo ihr hin wollt. Dann wird gefragt werden, was dampfst du? Und ich erzähle immer dasselbe, ungefähr. Ich habe meine Magma-Box immer noch nicht zurück, aufgrund des Lockdowns. Liegt in der Firma. Deswegen die Vaporesolux, da drauf der Smokerstore Typhoon GT4. Darauf, und das wird tatsächlich sehr oft gefragt, ist ein Drip-Tip von Vapor Giant, ein Delrin-Drip-Tip. Und da drin habe ich gerade eben erst fertig angemischt die, sag mal Shortfill, sag mal Longfill, die Liquid-Version, wo halt nur noch ein Shot drauf muss, von, mach die Kamera uns das. Tut sie uns das. Tu das, danke. The Barber, Wild Gin, so. So sieht es aus. Ist ein neues Liquid von Cupcars. Hat mir Goran zugeschickt und ich habe es heute erst ausgepackt. Und habe es jetzt in der Dampfe. Und die Idee davon ist Gin Tonic mit Erdbeere. Und es gibt drei Ausführungen. Es gibt einmal die Liquid-Variante, wo nur ein Schuss rein muss. Dann gibt es als Aroma. Und es gibt es als Aroma ohne Sucralose. Und das hier ist jetzt mit Sucralose, aber ich muss sagen, es ist nicht süß. Es hat eine leichte Süße. Und ansonsten ist es ein sehr dezentes Sommerliquid. Das gefällt mir ganz gut. Die Erdbeere bricht da irgendwie nicht stark durch und es ist keine Erdbeere, die irgendwie nach verkokelter Watte schmeckt. Sowas gibt es ja öfter mal. Das tut sie gar nicht, sondern sie ist eher noch mit ein bisschen Grünzeug, würde ich behaupten. Und Gin Tonic habe ich mich selbst mal dran versucht und habe mir Aromen gekauft, um ein eigenes Gin Tonic Liquid zu mischen und habe das relativ schnell aufgegeben, da ich gemerkt habe,
Eigentlich ist Gin Tonic, wenn man ihn genau so macht, wie er schmeckt, nichts, was man dampfen will. Denn es wird zu herb und zu kräftig. Und die die Mischung hier gefällt mir. Schmeckt ernst. Und trotzdem ein bisschen verspielt und trotzdem auch ein bisschen floral. Der Gin ist ein kleines bisschen floral. Das ist gut. Okay. Probieren wir ein Pairing. Tut sich gar nichts. Schmeckt so wie genau dieses Bier und genau wie dieses Liquid. Also jetzt nichts Außergewöhnliches mit bei. Okay. Ja, und ich glaube, Gin Tonic und Bier zu mischen ist auch einfach. Ist ein Weird Flex. Also muss man nicht tun. Ich habe überschätzt, wie warm es ist. Die Jacke muss aus. Und ansonsten läuft es läuft, wird es heute geben. Ein bisschen Hardware habe ich. Ein bisschen Hardware zum kurz drauf gucken, kurz hochhalten und das nächste Mal sich damit beschäftigen, da ich so weit nicht gekommen bin. Wir werden die Auslosung machen vom letzten Mal und zwar von dem Nebelfee-Liquid. Es wird eine neue Verlosung geben, so habe ich das geplant. Und es wird, und ich freue mich so dermaßen drauf, es wird eine Liquid-Verkostung geben von einem ganz, ganz, ganz besonderen Liquid. Und ich habe es noch nicht angefasst, ich habe noch nicht dran gerochen, ich habe noch keine Ahnung, was abgeht. Es hat mir jemand zugeschickt. Also, das wird geil. Vielleicht wird's, vielleicht bin ich nachher enttäuscht. Machen wir ganz hinten. Es gibt noch eine Sache, auf die ich hinweisen wollte. Covid-19, ist es ja gerade so. Es finden keine Konzerte statt oder sonst irgendwas. Ich hatte ja auch schon mal von Jochen erzählt, der Stand-Upper, der jetzt mittlerweile eine Plattform gefunden hat, auf der man quasi Konzerte für 20, 30 Leute veranstalten kann, die dann auch mit als Publikum im Raum sind. Ist sehr cool gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Plattform heißt. Und er ist auch irgendwie jetzt auf Wochen ausgebucht. Vielleicht kriegen wir ihn trotzdem noch. Müssen wir mal gucken. Ich meine, er spart jetzt auch eine Menge Reise und sowas. Ja, er macht jetzt halt einfach, macht jetzt einfach Auftritte von zu Hause aus. Finde ich so cool, dass das geht. Und dann gibt es eine Geschichte, und das wollte ich einfach mal featuren, da ich finde, dass es viel, viel, viel zu wenig Zuschauer hat, ist die Plattform Quasi Live. Quasi Live unterstützt saarländische Locations und Musiker. Die können im Studio von Quasi Live Live-Auftritte spielen. Das Ganze wird live gestreamt. Und Leute können interagieren. Man kann mit der Band auch chatten und man kann irgendwie auch irgendwie einen Fünfer oder einen Zehner oder so reinspenden, wenn man das möchte. Das Hauptding ist, das ist so ultra gut produziert, dass ich am Anfang dachte, das, was da gerade läuft, das ist kein Livestream. Die haben das voraufgezeichnet, spielen das jetzt rein und die Band chattet irgendwie mit anderen Leuten jetzt. Dachte ich. Es sieht halt aus wie vorproduziertes Fernsehen. Und da bin ich halt echt so ein bisschen auf den Arsch gefallen, denn ich kenne ein, zwei Leute auch davon, die das machen. David, derjenige, der den Sound bei der ganzen Geschichte macht, mit dem habe ich mal früher in der Band zusammen gespielt. Der ist Schlagzeuger. Und das hat mich ein bisschen gefetzt. Und dann sieht man irgendwie, bei Twitch gucken 10 Leute zu. Bei YouTube gucken 30 Leute zu. Hier unten ist ein Link. Ich verlinke euch mal alles, was ich von Quasi Live habe. Die wissen davon nichts, sondern geht einfach dahin und lasst vielleicht mal ein Abo da. Guckt euch ein bisschen was an. Verteilt mal einen Daumen auf ein Konzert, auf das ein oder andere. Das nächste Konzert wird, glaube ich, am 16.05. stattfinden. Wer da spielen wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn die in der Qualität weitermachen, ist es vollkommen irre, was da abgeht. Das Niveau ist so verdammt hoch.
Ich habe mich echt auf den Arsch gesetzt. Da denkt man immer irgendwie, man macht schon so Livestreaming-mäßig so ganz geile Sachen, so auf Messen und sowas. Und dann sehe ich das. Wow. Also, Licht geil, Sound geil, Bild geil. Die Konzerte funktionieren richtig gut. Die wenigen Leute, die sich das angucken, sind völlig begeistert. Aber da muss irgendwie einfach ein bisschen mehr passieren. Und ich persönlich würde mir das wünschen. Ja, da würde mich auch interessieren, gibt es irgendwie Dinge, die ihr euch reinzieht, jetzt gerade speziell während dieser Corona-Zeit, die live passieren, die Leute irgendwie veranstalten? Die Baker Street in Saarbrücken wird live auf Twitch Whisky-Tastings machen, indem sie vorher Sets, Whisky-Tasting-Sets an Leute verschicken, ans Publikum. Und dann geht's ein Sommelier und der probiert es halt zusammen mit den Leuten und so. So Dinge passieren halt. Wenn ihr sowas kennt, haut es doch einfach mal in die Kommentare. Sowas interessiert mich und zwar sehr. Und alle Links zu Quasi Live findet ihr hier in einem Video. Guckt euch das einfach mal an. Das hat es irgendwie verdient. Dann habe ich noch einen Nachtrag zum letzten Mal. Da habe ich euch den Council of Vapor, wie heißt denn der? Xylo Tank gezeigt. Geschmack war eher flach. Essen Subtank. Und ich hatte den hier stehen, nachdem der Vlog fertig war. Und ich habe das nicht weggeräumt. Ich dachte, ich mache das morgens. Und der stand die ganze Nacht da. Und morgens komme ich hier hin, will den wegräumen, greife hin und merke schon so. Und die ganze Gerätschaft stand in einer Lache aus Liquid. Vollständig ausgelaufen. Er ist komplett leer gelaufen. Und das für ein Subtank. Also es lag nicht irgendwie an meiner verfummelten Wicklung oder so, sondern es war einfach nur das Köpfchen drin, was reingehört. Und ja, ich habe damals schon gesagt, sucht euch was anderes. Mit diesem Wissen würde ich jetzt sagen, wenn ihr das seht, kauft es auf keinen Fall. Tanks, die auslaufen, sind die Pest. Und das muss nicht mehr sein. Kauft den einfach nicht. So, jetzt können wir uns eigentlich ein kleines bisschen was angucken. Ich räume hier mal frei. Und zwar, außergewöhnlicherweise, weil ich sowas bisher selten bis gar nicht gemacht habe, ein Pod-System. Die Vaporeso Extra hatte ich letzte Woche. Ich muss mal gucken, wie die Kamera hier so abgeht. Ja, so habe ich mir das gedacht. Das sieht ja gar nicht aus. Wie sieht auch der Hintergrund aus mit Bierflasche und so, ne? Hatte ich letzte Woche schon auf Twitch gezeigt. Das hier ist die Packung. Und die Vaporeso Extra ist ein Pod-System. Und das Erstaunliche, und das habe ich, Jay Hayes hat das eigentlich bemerkt. Das hier ist das Teil. Es ist wirklich winzig. Und sogar die Abbildung auf der Packung ist größer als das Produkt, was man am Schluss in der Hand hat. Fangen wir doch mal oben an. Das hier ist der Pod. Und das ist leider ein komplett Disposable Pod. Das heißt, man kann hier keine Köpfchen wechseln oder so, sondern der Tank wird, wenn er durch ist, wird der komplette Tank weggeworfen, inklusive allem. Das ist jetzt ein 1,2 Ohm Stainless Steel Pod. Es gibt die auch noch mit Mesh, da kommen wir gleich noch drauf. Hier ist die Befüllung. Das Ding wird einfach nur aufgemacht. Und tatsächlich ist dieses Befüllloch hier groß genug, dass gleichzeitig Liquid rein und Luft rauslaufen kann. Ja, hat so ein breites Mundstück hier vorne. Das Ganze snappt hier magnetisch rein. Snap. Die Größe. Moment. Sie steht hinten drauf. 7,4 cm mal knappen 4 cm mal 16 mm. Also das Ding ist tatsächlich recht klein.
Es ist schwer, es fühlt sich gut an. Hier ist so eine Beschichtung drauf. Es wirkt so ein kleines bisschen, na, nicht gummiartig, härter. Es ist wohl einfach nur Kunststoff, aber der ist eben aufgeraut. Ansonsten gibt es hier diese Griffkante sozusagen, und die ist in Gunmetal gehalten, und ich glaube, die ist bei fast allen Farbvarianten, die es gibt, in Gunmetal gehalten. Es gibt noch ein paar, außer bei der Rainbow Edition. Da ist es halt dieses ekelhafte Rainbow. Und sieht, wie ich finde, auch ganz gut aus. Ist ein bisschen ein Fingerabdruckmagnet. Könnte aber schlimmer sein. Fällt nicht so oft dadurch, dass hier noch diese Punkte aufgedruckt sind. Hier könnt ihr, wenn ihr das denn wollt, eine Schlaufe durchziehen, um euch das Ding um den Hals zu hängen. Dafür war allerdings nichts dabei. Ich vermisse das auch nicht. Und hier an der Unterseite gibt es einen, hier ist er, gibt es einen Knopf. Fünfmal drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt leuchtet die LED. Und das ist auch schon alles, was ihr in dem Teil einstellen könnt. Also ihr könnt es anschalten, ihr könnt es ausschalten, und das war's. Und hier sitzt ein USB-C-Anschluss. Außerdem ist in der Kiste hier halt noch so diverser Fuppes, was die halt immer mitschicken. Ein USB-C-Kabel. Was, ich habe das schon mal bei Vaporesso erwähnt, tatsächlich ganz hübsch ist, weil es eine Textilummantelung hat. Ich finde das cool. Und hier noch ein Port. Das ist der, der eigentlich installiert war. Und den werden wir, glaube ich, auch gleich wieder draufsetzen, weil der macht mir ein bisschen mehr Spaß als der drin ist. Unterschied ist, dieser Port hier ist ein Mesh-Port mit 0,8 Ohm. Jo. Bisschen Anleitung, aber sonst eigentlich nichts. Bisschen Garantiekarte. Das war's. Ja. Wie gesagt, diese Ports werden magnetisch gehalten, fallen einfach hier rein. Und die Dinger feuern mit Zugautomatik. Und das funktioniert ziemlich gut. Es gibt einen ganz leichten Versatz zwischen Ziehen und Feuern. Das ist wohl normal. Aber ich muss sagen, also dieser normale Pot mit einer Coil drin, mit 1,2 Ohm, gefällt mir nicht so richtig gut. Sondern ich nehme stattdessen mal diesen hier nochmal zurück aus dem Blister. Ich habe den einfach nur zurückgedrückt. Ihr könnt die übrigens daran unterscheiden, die mit normaler Wicklung sind grau, die mit Mesh sind rot. Und den befülle ich jetzt mal. Der hat, wie gesagt, 0,8 Ohm. Und mit dieser Wicklung hatte ich bisher noch keine Probleme. Ich nehme das Dash One Strawberry. Das ist sehr lecker. Drin damit. Denn mir ist bei den normal gewickelten Pots im Gegensatz zu dem hier was aufgefallen. Oh, ja, der ist viel geiler. Mesh-Pots werden angenehm warm, wie ich finde. Klar, der Widerstand ist niedriger, und deswegen hat es dann auch gleich ein bisschen mehr Stromverbrauch. Dafür ist es aber für mich auch die optimale Menge an Dampf, die dabei rauskommt. Schön. Deswegen wollte ich das Ding auch mal zeigen. Ich habe bisher noch keine Pod-Systeme gezeigt. Erstens mal, weil ich immer finde, dass die Langlebigkeit des Trends halt immer so, das schwankt immer, und das nervt mich so.
Alle haben Caliburn. Yay, Caliburn ist das Geilste. Da ist man kurz davor, sich eine Caliburn zu kaufen. Und da rufen die alle schon, yay, Yeon ist das Geilste. Es gibt immer irgendwie nochmal das geilere Geilste und die schaffen es uns irgendwie viele Geräte anzudrehen. Ich weiß auch nicht. Hm. 900 Milliampere-Stunden. Man hat mir gesagt, das ist für ein Gerät dieser Größe sehr, sehr erstaunlich. Wenn dem so ist, cool. Der Geschmack ist saugut. Wirklich. Der ist, bei diesen Mesh-Pots ist der sehr, sehr intensiv. Bei diesem anderen Pot, naja. Ich habe wenig Erfahrung, bis gar keine Erfahrung, was Pot-Systeme angeht. Aber wenn das hier ein ganz einfacher MTL-Verdampfer wäre, würde ich sagen, jo, das ist ein geiler Geschmack. Dampfentwicklung, sehr schön. Ich habe das Ding jetzt öfter mal in der Hand und bin das am Dampfen. Und deswegen wollte ich es zeigen. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich weiß gar nicht, was in diese Pots hier reinpasst. Das steht doch hier garantiert auch. 2 ml. Okay. Ja, die könnt ihr nachkaufen. Hier in solchen Päckchen haben sie mal auch irgendwie noch zwei dazugelegt. Dinge, die mir nicht gefallen. Also was mir nicht gefällt, ist garantiert, dass ich den ganzen Tank wegwerfen muss. Da gibt es keinen Grund für. Man könnte auch einfach hier unten diese kleine Einheit austauschen oder so. Das wird ja schon reichen. Es ärgert mich halt einfach immer, Dinge wegzuwerfen, die noch gut sind. Das mache ich nicht gerne. Gefällt mir sonst irgendwas nicht. Also nachdem ich jetzt weiß, dass es normal ist, dass die neueren Zugautomatiken einen kleinen Versatz haben und der hier wohl schon relativ gering ist, das heißt, ich ziehe und dann feuert's. Und nicht, ich ziehe, es feuert. So gleichzeitig. Es ist nicht wie auf den Knopf drücken, es dauert ganz kurz. Das hat mich am Anfang irritiert, es stört mich mittlerweile nicht mehr. Klar, ich hätte mittlerweile bei sowas gern USB-C und Schnellladefunktion, aber 900 mAh lädt auch einfach mal sackeschnell. Ich finde es völlig okay, dass man daran nichts einstellen kann, denn genauso wie es mit diesen 0,8 Ohm-Pots ist, ist es für mich absolut optimal. Absolut. Dampfe mein Liquid übrigens mit 1,5 Milligramm, genauso wie ich auch DL dampfe. Mehr kann ich nicht und mehr brauche ich auch gar nicht. Mehr wird mir unangenehm. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, hier unten ist ein Feld, schreibt mir das. Und dann gucke ich, ob ich das weiß, ob ich euch da irgendwie Fragen beantworten kann. Ja, das ist die Vaporesso Extra. Ich finde sie gut. Fühlt sich auch echt wertig an. Schickes kleines Taschengerät. Wie gesagt, vielleicht noch andere Pots. Ja, aber das ist mehr so mein persönliches Ding. Wie gesagt, es gibt verschiedene Farben und ich habe nur eine hier in Rot. Bah, sag mal, es ist Pollenflug. Und so schön der Frühling ist, warum hasst uns die Natur und saut mir dieses ganze Zimmer hier voll mit so einer dünnen, gelben Schicht
aus klebriger Scheiße. Ich habe eben diesen Bildschirm, ich habe mich hier hingesetzt, wollte diesen Vlog anfangen, guck hier rüber und denk so, wie sieht das denn aus? Hier ist überall dieser gelbe Schnotz, ey. Und zwar überall. Auch oben auf meiner Kamera. Das Objektiv, das Glas habe ich sauber gemacht. Aber ja, ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, Frühlingsrand, weißt du, Sonne kommt raus, erstmal beschweren, ey. Voll der Allmann. Diese Vaporesso Extra verlosen wir. Ich sag euch nachher, wie das geht. Und ein Päckchen Pots dazu, oder? Ja. Genau. So. Mit was machen wir weiter? Ich glaube hiermit. Gute Frage, dumme Antwort. Ist das Format, wo ihr mir Fragen schicken könnt und ich versuche, sie auf irgendeine Art und Weise zu beantworten. Dazu schreibt ihr mir entweder, wo ist es? Eine Mail an pixelminampf@gmail.com oder ihr schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video. Und dann gucke ich und muss so ein bisschen filtern und gucke, was passt und was nicht und ob ich denn auch nochmal wiederfinde, so wie es gedacht war. Und dann wird es vielleicht beantwortet. Ja, gucken wir mal rein. Poldi schreibt, Frage, stimmt es, dass man in Saarbrücken abends nicht mehr am Ufer spazieren gehen kann, weil das Umfeld dort zu gefährlich geworden ist? Sagte mir eine Kollegin, die noch Familie in deiner Ecke hat. Gruß aus dem schönen Rheingau. Nein. Also, gar nicht. Nee. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe das nicht oder kriege das nicht mit, denn ich bin da öfter mal abends mit dem Fahrrad unterwegs und so. Und das ist tatsächlich vollkommen unproblematisch. Oder B, ich gehöre zu denen, die man besser meidet. Es ist jetzt die Frage. Aber nee, also tatsächlich aus meiner Warte raus, nö, kein Problem. Vendetta fragt, wann hast du zum ersten Mal gedacht, oha, dieses Dampfding kommt aus der Nische in der Masse an? Das war Ende 2012. Da gab es einen massiven Anstieg von Neudampfern. Und zwar hatte 2012 RTL einen Bericht darüber gemacht und hat einen Stammtisch gezeigt, hat ein paar Leute zu Wort kommen lassen. Und das war halt, also zu dem Zeitpunkt war das Thema halt auch noch sehr, sehr skurril. Und da sind dann einige darauf aufmerksam geworden, dass es sowas wie Dampfen überhaupt gibt. Und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist was passiert. Und kurze Zeit drauf waren auch schon so die ersten Geräte von Red Kiwi an Stellen plötzlich sichtbar, wo vorher nichts war. So, keine Ahnung, an der Baumarktkasse oder so, dass da halt mal sowas lag. So, hier ist eine elektronische Zigarette, kann man benutzen. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, es geht los. Es wird jetzt was passieren. Und ja, ich glaube, das ist auch, wenn man in Google Trends oder so guckt, ist das auch noch sehr, sehr schön zu sehen. Es muss irgendwann Ende 2012 gewesen sein und dort machen die Anfragen für E-Zigaretten beziehungsweise E-Rauchen, wie wir es damals noch genannt haben, denn das Wort Dampfen musste erstmal noch erfunden werden. Es gab es noch nicht. E-Rauchen gab es einen massiven Anstieg. Und das muss so um diese Zeit gewesen sein. Danke für das Video. Frage, was hältst du persönlich von Klonen? Ansonsten beste Grüße aus Brandenburg. Sagt ja es. Grüße nach Brandenburg zurück. Klone sind okay. Zunächst ist ja mal so, Klone sind ein dreckiges Business. Man nimmt all das, was eine Firma aufgebaut hat, und zwar sei es die Entwicklung, die Idee, die Brands, die Werbung dafür, das Bekanntmachen, all das klaut man sich und baut sein eigenes nachgemachtes Produkt darunter für einen geringeren Preis. Natürlich für einen geringeren Preis, denn irgendjemand anders hat das ja alles schon mal vorher bezahlt. Das ist zunächst mal dreckig, ja, keine Frage.
Und als damals die großen Klonkriege losgingen, wo es darum ging, alles klar, du benutzt Klone, mit dir werde ich nicht mehr reden. Solche Dinge sind passiert. Wurde mir auch so ein kleines bisschen klar, warum es so weit kommt, dass Leute sich wirklich darüber aufregen, denn das, was sie sich für teuer Geld erkauft haben, und da reden wir halt von, keine Ahnung, Verdampfern für 90 bis 150 Euro, also einfach teure Geräte, verliert dadurch, dass jemand dasselbe Gerät nochmal auf den Markt wirft und vielleicht sogar das Logo des Herstellers draufdruckt, einfach seine Exklusivität. Du warst vorher in einem Zirkel von Menschen, die zum Beispiel einen Kaifun haben, und plötzlich kommen da Leute dazu, die können eigentlich keinen Kaifun haben, die haben aber auch einen. Und ich glaube, da waren einige Leute ganz schön angekratzt. Das ist jetzt was mir persönlich ziemlich egal ist, muss ich sagen. Ich würde mir auch keine Rolex kaufen, nur weil es eine Rolex ist, außer ich bin jetzt irgendwie Uhrenfan. Und das hat so ein bisschen was davon. Davon abgesehen, wie gesagt, ich find, Klone sind zunächst mal ein sehr, sehr dreckiges Business. Was man aber auch gemerkt hat, ist, dass viele chinesische Firmen über Klone gelernt haben, wie man selbst einen guten Verdampfer oder einen guten Mod bauen kann. Denn vorher war alles, was aus China kam, irgendwie Kacke, bis auf das, was sie wirklich eins zu eins kopiert haben. Und da konnten gute und schlechte Sachen dabei sein. Und man hat immer so gemerkt, das ist Zufall. Das sind Glückstreffer, wenn da was zu 100% stimmt. Denn die benutzen das irgendwie selbst nicht so richtig. Aber die Firmen wurden erwachsen und jetzt kommen da halt solche Sachen oder sowas hier. Das ist das Gerät, was wir nächste Woche angucken, der Omameiser Plus V2. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, den mal komplett auseinanderzunehmen. Ich selbst besitze Klone und zwar aktuell zwei. Das ist einmal der Simple Mod, das ist ein ganz, ganz einfacher Tube-Mod, ein mechanischer. Ich hätte sehr gern Original, aber das Ding ist halt vollständig ausverkauft. Ich will trotzdem einen Simple Mod haben. Und das war für mich die Möglichkeit, einen haben zu können, obwohl er nicht mehr auf dem Markt ist. Und wenn irgendjemand einen hat und möchte ihn loswerden, ein Original, sag Bescheid, ich bin hier. Das zweite ist, ich habe mir gerade einen Dwarf 16 geholt, als Klon. Und das kommt daher, ich hätte gerne einen Dwarf. Kann ihn aber vorher nicht probieren. Und auch das ist ein Verdampfer für 150 Euro plus Shipping aus dem Ausland. Also es wird teuer. Und ich wollte ihn gerne vorher probieren. Also habe ich einen Zehner in die Hand genommen und habe gesagt, hier, ich hätte gerne einen Klon aus China. Jetzt ist er da. Ich glaube, er ist cool. Können wir uns auch nächste Woche mal anschauen, das Teil. Und ich werde mir jetzt ein Original kaufen. Und da war für mich halt der Klon eine absolut gute Sache. Was viele Leute machen ist, Klone kaufen, um ein Ersatzteillager zu haben. Fair enough. Warum nicht? Ne? Wenn an Ersatzteile schwer zu kommen ist, gute Gelegenheit. Und es gab ja auch schon Klonhersteller. Die haben einen Klon rausgebracht, der hatte Vorteile gegenüber der Originalversion. Da ist dann auch schwer, sich eine Meinung zu bilden. The Russian, das war ein Kaifun mit mehr Tankvolumen, und ich glaube mit einem verbesserten Befüllsystem und so. Das ist halt krass, ja? Die bauen das Ding nicht nach, sie machen es einfach mal besser, als das Original war. Was halte ich von Klone? Eigentlich ist es mir egal. Kauft, was ihr wollt. Ich versuche sie zu vermeiden. Poldi. Poldi hatten wir doch schon. Na sowas. Hab ich Dinge vergessen? Kleinen Moment. Ich glaube, ich hatte da noch eine Mail. Da ist Pause. Hier, ich wusste, ich hab was verlegt. Und es ist relativ klein. Ich guck da mal hin. Hi Pixel, ich habe gleich mal zwei Fragen. A, da du ja auch den Mjölnir dampfst, ich habe das Gefühl, dass eine der beiden Airflows nicht genauso über die Coil zieht wie die andere. Ganz besonders spüre ich das bei Liquids, die eine kühle Note, Eukalyptusminze, Coolada haben. Ich kann das auch spürbar reproduzieren, muss nur den Verdampfer um 180 Grad im Mund drehen, dann spüre ich den luftigeren Teil, eben auf der Zunge,
wenn ich ihn vorher am Rachen spürte. Habe ich da ein Montagsgerät erwischt oder ist das unter dem Strich doch alles nur Einbildung? So, das ist Punkt 1. Ich glaube, ich muss dieses Bild hier mal wieder weg. Ich glaube, das ist Einbildung. Weil ich habe mir den Mölln jetzt nochmal angeguckt. Wir werden ihn auch nachher zum Testen einfach verwenden. Ich versuche es dann auch nochmal zu reproduzieren. Aber er hat zwar zu beiden Seiten einen Lufteinlass. Die Luft strömt allerdings in die Mitte und dort zusammen aus einer Öffnung nochmal raus. Also es gibt eigentlich keine zwei differenzierten Luftauslässe. Und das heißt für mich eigentlich, ja, in der Mitte gibt es ein Loch, da kommt einmal Luft raus. Eigentlich sollte man das nicht merken. Jetzt ist die Frage, was merkst du da? Und möglicherweise, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen bei anderen Verdampfern, die nur auf einer Seite eine Airflow haben, ist es auch eine akustische Sache. Indem du auf der einen Seite einen anderen Sound hast wie auf der anderen und das irgendwie dann auch so ein bisschen mitspielt und man das Gefühl hat, ah, hier hat sich was geändert. Das wäre das, was ich mir vorstellen kann. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass durch ein Loch zwei verschiedene Arten Luftströme gebildet werden. Vielleicht ist auch im Verdampfer bei dir irgendwas schiefgelaufen oder so und auf einer Seite sitzt irgendein Grat oder ein Knubbel oder sowas. Aber ich glaube, bei mir ist das nicht so. Ich achte nachher mal extra drauf. So. Zweitens, Verfärben eines Aromas nur in Verbindung mit der Base. Warum verfärben sich Aromen nur dann, wenn man sie mit Base mischt? Aromen, die längere Zeit ungemischt rumstehen, haben immer die gleiche transparente Farbe. Kaum werden sie gemischt, stellt sich nach einigen Tagen Reifezeit eine Verfärbung heraus. Würde mich über eine Antwort freuen. Liebe Grüße aus Österreich, Bogi. Deinen Namen noch gar nicht gesagt. Bogi. Bogi, danke für die Mail. Also, es hängt nicht unbedingt am Mischen, dass die Aromen anfangen zu dunkeln, sondern es liegt eher am Nikotin in der Base. Das ist nämlich der Hauptunterschied. Und das macht es auch aus. Nikotin dunkelt mit der Zeit und anscheinend passiert durch das Aroma irgendwie eine schnellere Oxidation. Ist ganz gut nachvollziehbar. Mach mal folgenden Test. Misch einmal mit einer Base ohne und einmal mit einer Base mit Nikotin. Bei einem Aroma, von dem du weißt, dass es schnell nachdunkelt. Und dann wirst du den Unterschied auf jeden Fall feststellen. Und wenn du auch mal zum Offi gehst und guckst dir dort verschiedene 10ml fertige Liquids an in verschiedenen Nikotinstärken, wirst du sehen, alles klar, je mehr Nikotin, desto mehr färben die Dinger nach. Und das ist wohl normal. Ja, weil der mir so gut gefällt, sag ich, das war's. Gute Frage, dumme Antwort. Und wie schon erwähnt, wenn ihr da irgendwie dabei sein möchtet, entweder ihr schreibt mir hier unten einen Kommentar oder ihr schickt mir eine Mail an pickelimdampf@gmail.com und dann gucke ich, dass ich das irgendwie einsortiert und beantwortet kriege. Und es freut mich sehr, wenn da solche Dinge kommen. Weil das ist immer irgendwie so ein bisschen interessant, einfach. Dann habe ich hier noch stehen, letztes Lied von King Dolby. Es gab jetzt schon 3 Songs von meiner früheren Band zum Download und heute werde ich das letzte online stellen. Es gab auch die Frage in den Kommentaren, wie viele Songs habt ihr aufgenommen? Es waren insgesamt 4 und mehr gute Aufnahmen gibt es von uns auch nicht. Und wie schon mal erwähnt, wir haben in den Aufnahmen eigentlich nie was gemacht. Deswegen wäre das jetzt gerade echt so der Zeitpunkt, wo man sagt, ey komm, hau da raus, tut damit, was ihr wollt. Hier unten gibt es einen Link. Der führt zum Download. Könnt ihr euch geben. Wir haben nicht mehr so viel. Ich dachte eigentlich, es wird heute irgendwie länger. Aber dann habe ich dann doch diesen Aromameiser nicht gemacht. Und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe irgendwas vergessen. Und das wird uns dann, ja, es wird mir nach der Aufnahme einfallen.
So, wenn ich anfange, das Ding zu rendern und den Sound rauszuholen, damit ich einen Podcast hochladen kann und einen Thumbnail mache und so, dann wird der Moment kommen, wo ich so denke, ich bin ein Depp. Ich hab's verkackt. Aber dann gibt's beim nächsten Mal halt mehr. Auslosung. Ich mach mal gerade den Browser klar. So, okay. Das ist die URL unseres Videos. Filter comments based on a specific text. Jawollo. Und der war Hashtag Pummelfee. YouTube-Comments laden. Und einen Gewinner oder eine Gewinnerin picken. Und gewonnen hat Sandra R. Tatsächlich eine Gewinnerin. Das freut mich sehr. Du bekommst das Nebelfee-Kirschjoghurt in Kühl. Und ich schreibe dir ein Kommentar unter deinen Kommentar und du schreibst mir dann an meine Adresse zurück und dann gucken wir, dass wir uns da connecten. Herzlichen Glückwunsch. So, das haben wir auch. Dann machen wir erstmal jetzt Folgendes. Like a Liquids! Und ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt vor dem Probieren eines Liquids wie bei diesem Paket. Das hat mir Reto geschickt aus der Schweiz von Dump Queen. Erstmal Zettel. Wie versprochen sende ich dir das in 3 Milligramm zu. Wie soll das Bild schmecken? Siehe Bild unten. Haha, das Bild zeige ich nicht. Hä? Benutze ich seit 1,5 Jahren als mein Allday Kaffee, Bier, Wasser, egal sowas. Das Liquid schmeckt einfach zu allem. Ich freue mich auf deine Videos, egal ob YouTube oder Twitch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Testen und hoffe, dass dir das Liquid genauso schmeckt wie mir. Auf und dich. Und auf dich, Reto. Vielen Dank, das ist sehr geil, dass du mir da was zukommen lässt. Und es geht um Smacks Pony on Acid. Kurz zur Erklärung. Pony on Acid ist das ultimative Lieblingsliquid von Grim Green. Grim Green ist ein amerikanischer YouTuber, falls ich das noch für irgendjemanden erklären muss. Und er ist auch das Vorbild für diese Vlogs. Grim Green macht den besten Vlog in Sachen Dampfen, der wo das Internet gibt, der wo das Internet kennt, wo das Internet jemals gesehen hat, wollte ich sagen. Wollte ich das sagen? Und ja, sein Lieblingsliquid ist Smacks Pony on Acid und ich habe mal geguckt, das ist seit über 5 Jahren am Markt. Ich find's ein bisschen außergewöhnlich. Ich meine, guckt euch die Gestaltung an. Das sah schon vor 5 Jahren so aus. Und es wirkt irgendwie wahnsinnig anders und erwachsen. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe hier einen Mölnir. Der kommt mal auf die Vaporesolux. Ich bin aufgeregt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, ich mache alles kaputt. Ich bin ernsthaft aufgeregt. Drei Milligramm kann halt sein, dass mich das ein kleines bisschen zerreißt. Das bin ich nicht gewohnt. Es hat eine leicht gelbliche Färbung. Und ich glaube, es ist irgendwie Max VG. Das wird schön Wolken geben. Und nach dem Bild, was ich da jetzt gesehen habe, sah das nach Fruchtkuchen mit Biskuitboden aus.
Ja. Gib mal noch ein bisschen Stoff drauf, ha? Ja. Es riecht brutal nach Biskuitboden und Früchten. Ponyon Acid Smacks 3 Milligramm auf dem Mjölnir auf der Vaporesso Lux bei 37 Watt. Ich guck mal. Yeah. Oh wow. Das schmeckt für mich nach einer Erdbeer-Sahne-Biskuitrolle. Und das in echt sau gut. Muss halt gucken, was es mit meinem Hals macht mit diesen 3 Milligramm. Ich muss mir auch gerade mal die Nase putzen. Aber wenn das mal nicht Corona ist. Das ist eine sehr gute Erdbeere. Sie ist auch ein bisschen künstlich. Und dann kommt da halt Biskuit und Sahne. Da waren jetzt noch mehrere Früchte abgebildet. Kann sein, dass da noch so ein bisschen Ananas oder sowas mit bei ist. Aber Biskuit und Sahne, Alter. Oh. Ich habe noch einen letzten Schluck hier. Auch da, ich meine, es ist... Irgendjemand sagte, hey, ist ja eine tolle Art und Weise, wie ich, die ich erfunden habe, um Bier und Liquid zu probieren. Auch das ist nicht von mir, auch das ist von Grim Green. Und deswegen müssen wir das so ausprobieren. Ja, ja, ja. Durch diese Süße passiert was bei dem Bier und das ist halt cool. Das passt gut. Und was halt bescheuert ist und vielleicht auch, weil ich ein Fanboy bin, finde ich das gerade so geil. Aber dadurch, dass bei uns zumindest nicht mehr alle Arten von Aroma verwendet werden dürfen, ist vielleicht auch das hier so gut. Denn möglicherweise macht das hier Popcornlunge oder sowas. Die Sahne wirkt halt so cremig. Und der Biskuitboden wirkt überhaupt nicht kratzend. Ich habe so viele Kekssorten und sowas hier, wo ich so denke, ja, das ist ganz nett, aber das hat so einen komischen, bitteren Unterton. Nix. Brutal süß ist es. Hätte ich das als Aroma, ich würde es in Joghurt rühren. Ohne Witze. Okay, das muss ich mir gut aufheben. Ich muss das eh rationieren. Es hat die doppelte Menge an Nikotin, die ich gewohnt bin. Und das merke ich auch jetzt so ein kleines bisschen. Da wird es einem so ein bisschen schwummerig. Aber es macht halt auch so wahnsinnig viel Spaß. Hab keine Ahnung, ob ihr das irgendwo in Deutschland oder so bestellen könnt. Das weiß ich nicht. Vielleicht. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall in der Variante schon mal nicht. Denn das sind 30 ml. Und ja, gibt's bei uns mit Nikotin ja schon ewig, ne? Aber das ist wirklich gut. Und
ähnlich wie das Wild Gin, nicht so aufdringlich. Es gibt so viele Liquids am Markt, die erschlagen dich mit Geschmack. Und hier bleibt einfach nur ein leckerer Erdbeerkuchen-Sahne-Biskuit-Geschmack im Mund. Es ist sehr gut. Wenn irgendjemand von euch eine Empfehlung für mich hat, für irgendwas, was in die Richtung kommt, mit dem ich so weitermachen kann, denn mir so ein Liquid immer zu importieren, ist weit außerhalb meiner Range. Das wäre wahrscheinlich viel zu teuer und es ist wahrscheinlich auch sackteuer. Amis geben gerne Geld für Liquid aus. Da haben sie uns so ein bisschen was voraus, möglicherweise. Wenn ihr eine Empfehlung habt für ein Aroma, am liebsten halt ein 10ml Aroma, also zum Selbstmischen, so richtig in kleinen Flaschen, schreibt mir mal da unten was ins Kommentarfeld. Beziehungsweise habt ihr einen Lieblings-Erdbeerkuchen? Schreibt mir das auch mal. Ach, ist das geil. Ich kann das Liquid von Grim Green probieren. Retro, du hast mir eine echte Freude gemacht. Das ist cool. So. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Habe ich die Stunde doch fast voll? Am Schluss wird sie voll sein. Wir kriegen eine Stunde hin. Wie gesagt, eine Vaporesso Extra. Meiner Meinung nach ein gutes Pod-System. Ich benutze es tatsächlich ganz gern. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann nehmen wir den Hashtag Detailkamera. Das ist nicht der Hashtag. Mir ist eben, ich habe zwei dieser Sony Handycams und da ich nur ein kleines Stativ habe, ist mir eine Kamera, ich habe wie gesagt zwei von denen, oder ich hatte zwei von denen, eine umgekippt. Sie ist kaputt. Der Autofokus funktioniert nicht mehr. Das Bild kriselt. Ja, ich habe eine Kamera geschrottet. So ein Kack. Darauf den letzten Schluck Bier. Einen ganz kleinen. Und das Hashtag ist Hashtag Kamera kaputt. Als ein Wort. Kamera kaputt. Hashtag Kamera kaputt. Tippt das hier unten ein und dann gewinnt ihr vielleicht beim nächsten Mal diese Vaporesso Extra. So, ich glaube, das war's alles. Hab ich was übersehen? Nee, aber ich habe garantiert irgendwas vergessen. Vielleicht habe ich was vergessen. Wenn euch das einfällt, schreibt mir das auch hier unten. Ansonsten sag ich vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Drückt doch auf Abonnieren und drückt auf die Glocke. Mit der Glocke kriegt ihr mit, wenn ein neues Video kommt. Dann kriegt ihr es auch sicher mit. Erzählt euren Freunden, was hier los ist. Und schaut, wenn ihr Bock habt, vielleicht auch mal bei Twitch vorbei. Ich mache jeden Freitag die Quarantäne-Kneipe. Das heißt einfach nur, ich hab drüben im Wohnzimmer eine kleine Kneipe eingerichtet. Und dann sitzen wir zusammen, hören Musik und trinken Bier. Das ist das ganze Konzept. Ihr könnt noch am Spielautomaten spielen, das kommt noch dazu. Aber ja, guckt da vielleicht mal rein. Verlinkt ist das alles hier unten. Bis zum nächsten Mal. Wo ist der Outro-Knopf? Da. Ciao.